Herzlich willkommen zu Manga-Empfehlungen. Da steht's irgendwo in diesen ganzen Playlists. Manga-Empfehlungen heißt das Ganze, heißt die Kategorie. Genau, das letzte Mal habe ich es Manga-Tipps genannt. Auch nicht verkehrt, aber Manga-Empfehlung ist ganz okay. Mensch, da haue ich doch mit heimliche Blicke eins raus und ihr denkt, ja gut, war es das? Und ich denke mir so, nee, war es nicht. Ich habe noch einen und zwar, den beruht meine einzige Meinung auf einem Band. Das kam jetzt frisch raus und zwar, ihr werdet lachen, von Panini Comics bzw. Planet Manga und zwar Angeloid. Ihr habt das ja bestimmt schon gesehen in diesem, was war es denn? Ich glaube, in der Garage war es. In der Garage, wo ich das Ganze immer die ganzen Manga auf das Auto gelegt habe. Da war auch dieser Band dabei. Den habe ich jetzt gelesen und ich muss sagen, ich bin echt positiv überrascht. Wie gesagt, ich kenne Angeloid bzw. Sora no Otoshimono. Und ich muss sagen, also ich bin positiv überrascht in dem Moment, dass ich mich wieder sehr gut an die Charaktere gewöhnt habe und dass ich ein paar schöne Momente da drin hatte. Und was mir sofort aufgefallen ist, und da bin ich ganz ehrlich, der Manga fixiert sich sehr, sehr, sehr wenig wirklich auf das Fleischbeschauen, sprich auf die Edgy-Beilage. Die ist wirklich sehr, 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 sehr gering. Und der Humor ist natürlich irgendwo an manchen Stellen ein bisschen arg merkwürdig. Aber ich mache nur ein Beispiel. Ich mache hier so ein kleiner... Ne? Und so weiter. So viel will ich gar nicht spoilern, was das ein Grund hat, warum die das machen und so weiter. Es hat ein paar ernste Momente drin. Schon im ersten Band. Und ich glaube, Angeloid bzw. Sora no Otoshimono war im Anime ziemlich auf Boobies und alles Mögliche fixiert. Und das macht es im Manga ein bisschen besser, meiner Meinung nach. Ich sag nicht, dass ich den Anime deswegen hasse, um Gottes Willen. Ich liebe ihn immer noch. Ich liebe ihn abgrundtief. Ich finde ihn sowas von genial. Mit seinen ganzen OVA und Filmkrams noch dazu. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, ich empfehle Angeloid auf jeden Fall den Manga. Um mal einfach kurz so die Story zu erklären. Wir haben einen jungen Mann, der geht noch in die Schule und er lebt quasi auf einem, ja, nicht nur quasi, er lebt auf einem Dorf. In einem Dorf, in einem stillen Dorf, in einem ruhigen Dorf und er bevorzugt den Frieden. Den Frieden und die Ruhe. Ja. Nichts ist es toller für ihn, als Frieden und Ruhe zu haben. Er hat einfach keinen Bock mehr, in irgendwas hineinzugeraten. Und sobald es irgendwelche Problematiken oder Schwierigkeiten gibt, ist er weg. Sakurai heißt er, glaube ich. Ja, irgendwie sowas. Und mit den Namen merken ist es ganz... es ist immer so eine Sache. So ein paar Sachen Namen habe ich im Kopf. Und manche wiederum verfliegen dann einfach, wenn ich sowas mache hier. Könnt jetzt natürlich ablesen, aber wie gesagt, euch bringt es eh nichts. Ihr werdet es eh lesen, ihr werdet den Namen eh vergessen, sobald ich den erwähne. Von daher, auf jeden Fall hier unser Junge, der hat keinen Bock auf Stress und so weiter. Und sobald irgendwie Stress in seine Umgebung kommt, weiß er das komplett schön auszuweichen und hat somit keinen Stress mehr. Und lebt sein Leben so, wie es schön ist. Aber er hat ein Problem, er hat immer einen Traum, der sich immer und immer wiederholt, und zwar von einem blauhaarigen Engel, der oben in der Luft schwebt und mit ihm redet. Und wenn er aufwacht, tränen ihm die Augen, sprich er weint quasi, wenn er aufwacht. Also es ist ein sehr trauriger Traum immer jeweils, man weiß nicht so genau, was er alles träumt und er vergisst es danach auch. Und das ist für ihn schon eigentlich das Schlimmste genug, aber nicht. Es ist so, irgendwann ist es quasi wie so eine Vision, dass er gewarnt wird, so von wegen, ich schicke dir einen Engel oder so nach dem Motto, pass gut auf ihn auf. Und er denkt natürlich, was, wie Engel, nein, oh nee, keine Lust, was soll denn das jetzt, bla. Und trifft sich dann mit seiner Sandkastenliebe
beziehungsweise seiner Kastenfreundin und einem ganz merkwürdigen Typ, der einen Club hat für die Entdeckung der neuen Welt. Club sozusagen. Der ist darauf aus, eine unbekannte Welt, die sich quasi in Form einer unbekannten Welt quasi der Erde nähert. Er ist darauf, diese unbekannte Welt zu erforschen und hat deswegen einen Club in der Schule, der völlig legitim da ist. Warum auch immer. Er macht noch nebenbei so Sachen wie Flugtests und so weiter. Aber im Grunde ist es seine Aufgabe. Ja, und er fragt sich eben, es kommt so ein großes Loch und es fliegt hier so um die Erde und ist im Moment so über diesem Ortsteil, wo hier unser Hauptcharakter und der Rest eben lebt, gerade in diesem friedlichen Dorf. Und tja, auf einmal heißt es halt so, ja, um die Uhrzeit passiert da irgendwas. Okay. Alle wollen sich dort um die Uhrzeit treffen und schaffen es aber nicht rechtzeitig. Ne? Letzten Endes ist er, also unser ich will nur Friede, Freude, Eierkuchen Hauptprotagonist, dort alleine nachts. Schaut sich ein bisschen die Bäume an, findet es ganz toll und denkt sich dann irgendwann mal, ach komm, wenn die anderen jetzt nicht mehr kommen, dann gehe ich jetzt auch. So, in dem Moment öffnet sich ein riesiges Loch im Himmel und es fliegen mehrere mehrere große Stücke von Säulen, also so wirklich so wie so griechische Säulen, sage ich mal, vom Himmel herab und stürzen wirklich komplett auf dieses Feld drauf und verwüsten das komplett. Und mit dazu fällt eben ein engelähnliches Objekt. Und dieses engelähnliche Objekt hat eine Kette um den Hals, wie man sieht, und bindet sich quasi an unseren Hauptcharakter fest und meint so nach dem Motto, sie sei nun die Dienerin von ihm, denn sie wäre ein Pet Angeloid und wäre quasi zum Dienen und quasi wie so ein Haustier, das gleichzeitig dient, gedacht. Und ja. Seitdem muss er sich eben um sie kümmern, muss sie versorgen, also muss sie auch Essen geben, muss sie erklären, wie die Welt funktioniert und so weiter. Man kennt das System schon ein bisschen von Chobits, von Dias und so und vielen anderen Sachen in der Richtung. Und dann denkt man natürlich, ja Gott, was macht Angeloid jetzt bitte anders? Angeloid wird noch einiges anders machen, zumal es einen sehr bitteren und ernsten Ton hat, auch schon in den ersten Bändern, denn dieser Angeloid kann mit einer besonderen Karte, die sie bekommt, sie heißt übrigens Ikaros, das weiß ich noch, Ikaros kann eben mit dieser Karte Wünsche erfüllen und diese Wünsche, die also wirklich jeden Wunsch erfüllen und unser Hauptcharakter tut mal einen Wunsch nicht so ganz bedacht aussprechen und daran erkennt man ganz schnell, was Wünsche, wenn sie wirklich sofort erfüllt werden würden, was die für Ausmaße fürs eigene Leben haben können. Ich tue das jetzt nicht einfach nur so überdramatisieren, es ist dramatisch, was da passiert, also es ist wirklich... Das muss man auf jeden Fall mal meiner Meinung nach angelesen haben, um zu kapieren, was ich jetzt eigentlich meine. Ich empfehle es wirklich ganz, ganz arg. Es wird nachher, also ich sag mal so, es ist ein Edgy-Manga, ist schwierig. Es ist teilweise ein Edgy-Manga, aber es basiert wirklich, es ist wirklich nicht der Fokus. Fokus wird später vor allem Action sein und man könnte ein bisschen Mystery mit einbauen, sage ich mal, so ganz ferne im Gedächtnis, meine ich da auf jeden Fall was gehabt zu haben. Ich habe auch, muss ich sagen, online schon mal Angeloid ein bisschen gelesen gehabt, aber irgendwie nur so zwischendrin, weil mir jemand mal zeigen wollte, dass der Anime sehr, sehr viel auf Edgy-Werte legt und der Manga eigentlich ziemlich doch seriös ist, auch seriöse Kämpfe später haben wird und eine richtig gute Story hat. Ja. Und damit würde ich sagen, war es das für meine Manga-Empfehlung. Angeloid gibt es mittlerweile ein Band nächsten Monat, also im Oktober, was schon bald ist. Kommt der zweite Band raus. Ich freue mich auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall gekauft. Und ja, ich hoffe,
ich habe den einen oder anderen dazu jetzt begünstigt, auch mal diesen Band zu kaufen und es mal auszuprobieren oder mal im Internet anzugucken. Da steht Fantasy, das finde ich wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig. Egal. Also ich würde es eher schon in die Science-Fiction-Richtung teilweise lenken, aber es ist wirklich schwierig. Man kann's Fantasy auf jeden Fall. Es ist fantasievoll, es hat aber nichts mit Fantasy an sich zu tun. Also hier so Orks, Elfen und so weiter. Nee, nix, na. Also da finde ich es ein bisschen vage, wenn man nur Fantasy schreibt. Aber okay, gut. Ist nur meine Meinung. Das war's für Manga-Empfehlungen. Angeloid, aka Cyrano Toshimono, Band 1. Ich empfehle es euch. Schaut's euch an. Wenn nicht, lasst es bleiben. Ich bin euer René. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.